So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Super Mario Maker 2 im Abenteuermodus. Der lilane Toad hat eine Mission für uns. Und zwar sollen wir hier eine Kriechpiranha besiegen. Und ja, dann sollen wir auch noch das Ziel erreichen, ne? So. Das ist natürlich ein bisschen komisch, auf der rumzubouncen. Es ist halt echt komisch. Aber ich denke, das sollten wir eigentlich ganz gut hinkriegen. Hoffe ich zumindest, ne? Weil das ist, glaube ich, sogar alles, was hier verlangt ist in dem Level, ne? Ja, da drüben ist schon die Zielflagge. Ja. Hab jetzt ein bisschen was riskiert gerade, wie ihr gesehen habt, ne? So, Luigi kommt jetzt auch wieder. Ja, halt die Klappe. Ich habe gedacht, da reicht's rüber mit so einem Wirbler. Aber nee. Hat nicht rüber gereicht. Ah, shit. Die Hitbox ist halt auch nicht so toll, ne? Muss man ja dazu sagen. Also, das Level ist sau kurz. Also, wirklich sau kurz. Fast schon ein One-Screen-Level, aber. Du bounced halt so komisch auf der Piranha-Pflanze rum. Das ist halt. Das ist halt das Blöde, ne? Vor allem, es ist halt eine blaue Kriechpiranha. Das heißt, die geht ja nicht mal mehr zurück, ne? Ich glaube, die lilane, die wäre ja wieder zurückgegangen zur Röhre. Aber die blaue nicht, weil das ist so eine schlafende Kriechpiranha. Jawohl, geht doch. So. Und dann. Ah, komm. Komm ich da? Ah, komm. Ich nehme sogar noch diese Münze mit. So, reicht das? Ne, reicht nicht. Ich habe überlegt, ob ich einen besseren Winkel finde, aber nee, habe ich nicht. Egal, das war das Level. Ja, ich habe zwar eigentlich relativ oft gefailt, aber ging dann doch recht schnell, eben weil das Level so kurz ist, ne? So, und dann verschwindet diese Kriechpiranha von der Röhre, ne? So, hast du sonst was für mich zu tun? Ne, oder? Aber wir schauen mal in die Röhre rein. Vielleicht können wir ja schon was machen. Okay, hier gibt es Münzen. Und gibt es hier sonst was zu tun? Nee, scheint nicht so. Also noch nicht, ne? Die Betonung liegt auf noch nicht, ja? Behaltet euch mal diese Röhre im Hinterkopf, weil ich weiß noch vom privaten Spiel, was da passiert. Also später. Ja. Genau. Aber ich meine, wir können auch schon hier mal abfeuern. Genau. Und dann können wir von Yamamura eine Mission erfüllen, ne? Beziehungsweise auch mehrere. Und das machen wir dann, ne? Das machen wir heute. Ist, denke ich, ein guter Plan. Hi Yamamura. Wie geht's dir? So. Er möchte, dass wir über die Fluggaläre fliegen. Und zwar ohne den Boden zu berühren, nachdem ich ihn einmal verlassen habe. Okay. Ja, versuchen wir doch gleich mal, ne? Ah, das wird so ein Fluglevel, ne? Das wird so ein Fluglevel. Ah, das ist sogar vertikal, ne? Wie es scheint. Von wegen so, Fall Free. Nennt man das so? Ich glaube, ne? So ein, ne, Freefall-Level. Ich glaube, so müsste die Bezeichnung sein. Okay. Die Bounce-Dinger da, die dürfen wir berühren. Ich habe gerade ihren Namen nicht im Kopf. Die dürfen wir berühren. Bumper. Bumper, genau. Aber, den Boden dürfen wir nicht berühren. Okay. Ja, das könnte dann doch noch knifflig werden später, ne? Mein Finger tut auch dezent weh, ne? Ich muss ja die ganze Zeit hier gedrückt halten, ne? Okay, hier eine kleine Pause für meinen Finger. So. Hier brauche ich gerade nichts drücken. Okay, nice. Das ist gut. Man muss ja die ganze Zeit die Gleittaste gedrückt halten, ne? Aber Mario kann schon recht gut gleiten, wenn er Gleitgel verwendet. Oh, tut mir leid, den musste ich jetzt bringen. Den musste ich jetzt einfach bringen. Es tut mir leid, ja. Es ging nicht anders, ja.
Mein Gehirn hat förmlich nach diesem Spruch geschrien, so Manu, du bringst den jetzt sofort, sonst bist du ein schlechter Let's Player. Und ich bin ja anscheinend ein guter Let's Player, ne? Sonst hätte ich diesen Spruch nicht gebracht. Ne? Also habe ich mir sagen lassen, dass das so ist. Okay, hier jetzt auf dem Koopa rumbouncen, in Ordnung. So, hier ist ein Pfeil. Okay. Ah, wir kriegen sogar so eine Clownskutsche. Das ist ja nice. Wow. Stacheln. Hilfe. Nein, berühr nicht die Stacheln. Aber hey, zum Glück zählen sie nicht als Boden. Sonst wäre das von Nachteil. Alter, jetzt bin ich schon klein geworden. Mensch. Ist ja schlimm. Kriege ich vielleicht gleich noch so eventuell einen Pilz oder eine Feder? Ich meine, es wäre nett, ne? Ich habe hier gerade ein bisschen Panik. Vor allem, weil das Level schon so lang geht, ne? Und ich habe keinen Checkpoint auffinden können. Ich glaube, in dem Level gibt es vielleicht sogar gar keinen Checkpoint. Nein! Ich habe doch gefeuert. Oh, jetzt muss ich das wieder machen. Oh nein. Oh nein. Also, es war jetzt nicht schwer, ne? Es war jetzt nicht so schwer, aber es hat halt ewig gedauert. Oh Mann. Na, vielleicht im Second Try. Oh Mann, das ist jetzt blöd. Aber ich weiß jetzt wenigstens schon ein bisschen den Levelaufbau, ne? Das ist natürlich auch von Vorteil. Gut, dann gleite ich halt so runter. So. Ich versuche diesmal auch ein bisschen schneller zu sein, eben weil ich das Level schon kenne. So. Okay. So. Da schön an den Kreissägen vorbei. Und dann hier an die Ranken ran. Ja, ich glaube, das ging sogar ein bisschen schneller als vorhin. Oh Mann. Ah, das ist jetzt echt blöd. Aber ich glaube, bei solchen Leveln kannst du nicht mal einen Checkpoint einbauen. Ne? Wegen der Mission. Ich glaube, da habe ich mal was gehört. Irgendwo. Dass es bei solchen Leveln nicht geht, einen Checkpoint zu platzieren. Sonst hätte Nintendo wahrscheinlich schon einen platziert. Weil Nintendo ist sozial und so. Ne? Hab ich mir auch sagen lassen, dass Nintendo sozial sein soll. Oh Mann, das ist jetzt aber schon ein bisschen blöd, ne? Naja, was willst du machen? Kannst du halt auch nichts machen, ne? So. Ich hoffe, jetzt komme ich auch ein bisschen besser an den Stacheln vorbei. Und fail da nicht tausendmal, indem ich die Stacheln berühre. Das wäre ja schon von Vorteil, ne? So, hier jetzt schön langsam. Da bin ich vorher zu hektisch durch, ja. Da bin ich vorhin echt zu hektisch durchgegangen. Wenn man das mit Geduld und Spucke macht. Ja, ich habe keine Geduld. Aber dann geht das. Dann geht das schon klar. Lass mich raten, hier wäre auch schon gleich das Ziel gekommen, oder? Oder? Ey, das wäre jetzt so mies, ne? Okay, hier eine Wolke. Ey, das ist doch nicht mein Scheißerz. Ich scherb 2 Sekunden vorm Ziel. Was soll ich großartig sagen, ne? Ist halt blöd. So, danke Yamamura für die Coins. Entschuldigung, Herr Yamamura, ne? Er heißt Herr Yamamura. Ne, nur Yamamura. Das heißt, wir können am Schloss weiterbauen. So. Ne? Und zwar am zweiten Obergeschoss vom Hauptgebäude. Machen wir natürlich auch. So. Jawohl. Und ich meine, wenn man dann hier rüber geht und dann nochmal durch die Tür geht, ich glaube, dann kann ich die zweite Mission von Herr Yamamura machen. Ich hoffe, das geht jetzt auch schon direkt. Ah, nee, das geht wohl erst später. Oder muss ich die Kanone aktivieren? Auf jeden Fall gibt es natürlich auch noch 2 andere Missionen von Yamamura.
Okay, die kann ich wohl anscheinend noch nicht machen. Ja, dann machen wir doch hier weiter mit der Forstflussflut. Um Gottes Willen, was ein Levelname. Ja, machen wir mal so, ne? So. Und was ist das? Ah, Forstflussflut. Weil Flusslevel und so. Ja, ich verstehe. Und Wasserpegel steigt an und voll cool und so. Yoshi, komm her. Ba, ba, bam, bam. So. Okay. Ba, ba, da, bam. Okay, hier muss ich warten, bis der Wasserpegel steigt, ne? Dass ich hier oben hin kann. So. Ba, da, ba, bam. Aber ich glaube, die Cheep Cheeps, die könnten mir schon zum Verhängnis werden, ne? So eventuell. Weil die sind schon teilweise ein bisschen böse platziert. Okay, ein Checkpoint. Nice. Hier gibt es nochmal einen Yoshi. Da brauche ich jetzt nicht nochmal, solange ich den einen nicht verliere. So viel dazu. So. Okay. Badaba. Man muss halt immer so gucken, dass man recht weit kommt, ne? Okay, es ging jetzt aber doch recht schnell. Man muss halt immer gucken, dass man mit dem Wasserpegel recht schnell halt weiterkommt, ne? Bevor man halt nicht mehr den Weg weiterlaufen kann. Ihr wisst, was ich meine, ne? So. Mission Nummer 3 für heute erledigt. Jetzt gucken wir nochmal, ob das jetzt geht. Ich weiß es nicht, ob das irgendeinen Faktor hat oder so. Muss ja fast, ne? Geht's jetzt? Ja, tatsächlich. Okay, ich muss wohl vorher noch ein Hauptlevel gespielt haben, bevor ich die zweite Mission von Yayamamura machen kann. So, und jetzt müssen wir alle Münzen sammeln in seinem zweiten Level. Der unbemannte Münztransport. Ah ja. Okay. Alles klar. Klingt ja auch sehr interessant, ne? So. Okay. Aber 50 Münzen sind jetzt nicht so viel, ne? Würde ich mal sagen. Ich glaube, das Level sollte nicht allzu groß sein. Beziehungsweise ich hoffe es mal, ne? So, hier gibt es noch einen Pilz, okay. Hätte ja auch eine Münze sein können. Wäre mir auch lieber gewesen. So, jawohl. So, 19 haben wir schon. Ist doch, denke ich, ganz akzeptabel, ne? So, hier warten, bis die Kugelwillis vorbeifliegen. So. Okay, hier muss ich aufs Feuer warten. Ich warte noch mal eine Runde. Das ist mir jetzt zu riskant. So, okay. Bam. 31 von 50. So, dann hier rüber. Okay, ich warte noch mal eine Runde. Ah, mit dem Feuer sollte man nicht spielen, ne? Ist halt so. So, noch ein Pilz, Dankeschön. Und noch eine Münze. 35. Ah, Mist. Ich verliere immer gleich den Pilz, ne? Mensch. Es geht ja mal gar nicht. Oh nein. Verfolgungskugel-Willis. Böse. Also ich habe mir sagen lassen, dass die böse sind. So. 45. Ah, shit. Nein. Wahrscheinlich wäre da gleich wieder das Ziel gekommen. Ey, was ist denn heute los? Ich sterbe kurz vorm Ziel jedes Mal, ne? Ey, was soll das? Mensch. Ich glaub's ja nicht. Ah, super. Und dann auch noch bei solchen ätzenden Missionen, ne? Die eh ewig dauern. Oh Mann, und ich verliere wieder gleich den Pilz. Ey, das gibt's doch nicht. Mensch. Was ist denn das heute? Ich glaub's ja nicht. Ist heute der kurz vorm Zielsterbe-Part oder was? Scheint so, ne?
Scheint echt so, aber ich versuche auch hier jetzt mal ein bisschen schneller durchzukommen. Mal ein bisschen waschen. Jetzt kenne ich ja das Level doch schon zum Großteil. Ne? Von dem her, vorher war ich halt noch ein bisschen vorsichtiger. So. Man muss natürlich auch ein bisschen vorsichtig sein, ne? Nicht zu riskant. Aber, ja. Ihr wisst, was ich meine, ne? Beim zweiten Durchlauf kann man schon ein bisschen riskanter sein, wenn man das Level schon kennt. So. Und wäre cool, wenn ich jetzt nicht gleich den Pilz verlieren würde, ja? Gut, danke. So. Okay. Ach, komm schon! Das ist doch nicht mein Ernst. Es ist halt echt nicht mein Ernst, ne? So. Okay. 48. Und da ist das Ziel. Ja, egal. Bonusmünzen brauche ich nicht. Oh Mann, wieder so kurz vorm Ziel. Ist natürlich schon ätzend, ne? In gewisser Hinsicht, aber was soll's. So, und Yamamura hat auch noch eine dritte Mission, das weiß ich. Aber die können wir wahrscheinlich auch wieder erst freischalten, nachdem wir ein Hauptlevel gemacht haben, ne? Oder, warte, ich versuch mal, was zu machen. Was ist denn, wenn ich hier reingehe und wieder rausgehe? Spawnt Yamamura dann trotzdem neu? Oder bloß, wenn ich ein Hauptlevel abgeschlossen habe? So, ich gehe jetzt hier auf Aufgeben. Und dann schauen wir mal, ne? Weil ich möchte eigentlich schon gern alle drei Missionen von ihm in einem Part haben. Das wäre eigentlich schon ganz nice. So, und zwar... Ah, er ist immer noch da drüben, ne? Er wäre jetzt im Hundehäuschen. Hey, er ist nicht hier drüben. The fuck? Hey, dann müsste er doch eigentlich schon spawnen, oder nicht? Hm. Geht wohl auch noch nicht. Ja. Aber er spawnt nach einer gewissen Zeit dann im Hundehäuschen. Okay. Ranken in dünner Luft ist unsere nächste Mission. Und die machen wir heute auch noch. Ja, ist natürlich blöd, dass wir jetzt nicht alle drei Missionen von ihm an einem Stück machen konnten. Aber was soll's, dann halt... Dann machen wir das halt in einem der nächsten Parts. Je nachdem, was der Faktor ist, ne? Um seine dritte Mission freizuschalten. So. Und das ist ein Rankenlevel. Wisst ihr, woran mich das gerade sogar ein bisschen erinnert? An diese Passage vom ersten Level aus Super Mario Bros. 2. Also nicht New Super Mario Bros. 2, sondern Super Mario Bros. 2. Beziehungsweise Doki Doki Panic mit Mario-Charakteren. Ihr wisst, was ich meine, ne? Wenn nicht, dann seid ihr keine wahren Mario-Fans. So. Ah, schnell durch. Oh, Manu. Oh, Manu, jetzt lässt er los. Mensch, was soll das? Dann halt nochmal. Aber hey, wenigstens bin ich nicht kurz vorm Ziel gestorben. Ne? Das ist das Gute. Oh Mann. So. Ba-da-ba-ba-da-ba. So. Den Goombas natürlich schön ausweichen. So. Okay. Ba-ba. Da noch ein paar Coins absahen. So. Hier oben gab es dann die Feuerblume, ne? Hier irgendwo, oder? Ja. Hier oben. So. Dann kommt hier der Turm runter. Jetzt gehe ich mal schnell vorbei. So, der kommt seitlich. Okay, gut. Die 10er-Coin riskiere ich mal nicht zu holen. So. Okay.
Hier wird wohl viel mit Trumps gearbeitet. Ist okay. Und ich krieg einen Stern, der meinen Namen trägt. Und dann kann ich hier ein bisschen mit Lucky Du's Wolke schweben. Cool. So. Lucky Du, geh weg. Okay. Der kann doch nicht einfach. Was? Der wirft mir Ketten unten. Ey, das geht doch nicht, Lucky Du. Was soll das? Ist ja unverschämt, quasi. Okay. Hier soll ich rein, gut. Und dann ist das Level auch schon wieder zu Ende. Okay, da hole ich mir noch die 10 Bonusmünzen. So, jawohl. Und dann haben wir heute auch wieder 5 Level erfolgreich abgeschlossen. Ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like, Abo oder Kommentar freuen. Und ansonsten danke ich mal wieder fürs Zuschauen und tschüss.